Der Frontzug im Parallelgriff. Häufigster Fehler, viel zu schnell. Das bedeutet, beide Bewegungsabläufe in zu schneller Geschwindigkeit, vor allem das Ganze mit viel zu viel Schwung ausgeführt, ohne den Zielmuskel zu fokussieren. Dabei noch einen runden Rücken gemacht und vor allem auch hier wieder mit Umkehrschwung. Wichtig beim Frontzug, leicht nach hinten legen, Brustwirbelsäule anheben, den konzentrischen Bewegungsablauf gleichmäßig kontrolliert ausgeführt, am Ende der Bewegung kurz anhalten und dann übergehen in den exzentrischen Bewegungsablauf. Immer unter Zug gleichmäßig ausatmen.